Wenn wir in ABF noch weitere Konturen hinzufügen wollen, also beispielsweise einen Kreisausschnitt an dieser Stelle, können wir natürlich ganz normal unser Drücken-Ziehen-Werkzeug verwenden. Und sobald der Schrank hier genässet wird, erscheint auch die Kontur mit hier drin. Jetzt gehen wir noch einmal zurück. Jetzt haben wir nur den Kreisausschnitt hier erstellt, also ohne am Drücken ziehen. Nesten das Ganze wieder. Und wir stellen fest, dass die Kreiskontur nicht enthalten ist im Nesting. Das liegt einfach daran, dass bei der Weiterverarbeitung in anderen MC-Programmen, also um das Ganze für eine CNC vorzubereiten, es einfach sinnvoll ist, die Kreisausschnitte auf bestimmten Layern abzulegen, also hier den Tags in SketchUp, um dann zu sagen, okay, zum Beispiel ABF Cabineo ist der Layer, da werden dann die Cabineos drauf abgelegt, weil später im NC-Programm über den Layer gesagt werden kann, alles was auf dem Layer liegt, wird mit folgenden Parametern gefräst. Das heißt, wenn wir jetzt den Kreisausschnitt hinzufügen wollen, erstellen wir den außerhalb der Gruppe, also zum Beispiel 40 mm Durchmesser, erstellen eine Gruppe und jetzt ist wichtig, ABF muss vorne dran stehen. Ob wir das Ganze jetzt noch weiter bezeichnen, ist erstmal relativ egal. Wichtig ist noch, dass wir jetzt einen Layer auswählen, der immer mit den gleichen Parametern arbeitet. Das heißt, wir erstellen zunächst hier einen Layer, der heißt Tasche. Das heißt, alle Taschen, die gefräst werden, werden immer komplett geräumt. Und wir wollen hier, dass das komplett ausgeräumt wird. Wenn wir jetzt die Gruppe erstellen wieder, ABF Unterstrich, ist erforderlich, das Ganze so zu bezeichnen, damit im Nesting das Ganze auch angezeigt wird. Jetzt können wir Tasche auswählen. Das heißt, später im NC-Programm wird eben diese Kontur auch so behandelt wie alle Konturen, die auf dem Layer Tasche liegen. Wenn man das Ganze manuell macht, dann ist es vollkommen egal, das auf Layern abzulegen. Dann ist es aber auf jeden Fall nur wichtig, dass man hier in der Instanz ABF eingibt. Schneiden wir das Ganze aus und fügen das in die Gruppe hinzu, an die Stelle, an der wir das haben wollen. Hier zum Beispiel 200 und bei 50. Da möchten wir unseren Ausschnitt haben. Jetzt können wir das Ganze probehalber wieder nesten. Und stellen fest, dass nichts angezeigt wird. Warum? Weiß ich jetzt leider auch nicht. Wird nicht angezeigt, weil diese Kontur hier noch enthalten ist. So. Einmal nesten. Und wir sehen, das Bauteil wird mit der Kreistasche genestet. Da muss man relativ sauber arbeiten, einfach dass man nicht in der Gruppe nochmal irgendwie andere Konturen hat, die eben nicht bearbeitet werden sollen. Und eben die Grundregel ist, dass das hier eine eigene Gruppe ist, die mit ABF und Unterstrich beginnt. Das Ganze sehen wir auch in den Einstellungen noch einmal. Und zwar werden die Teile in dem Abschnitt Nesting genestet, die mit ABF und so weiter beginnen. Das heißt, die Gruppen, die werden dann eben auch genestet. Das Ganze kann dann dahingehend noch verwendet werden, dass wenn man sich jetzt Komponenten erstellt, also zum Beispiel einen Sockelfuß und den separat hinzufügen möchte, das hier ist die Komponente löse ich jetzt nochmal geschwind auf. Das ist ein Standardschrank, in Einzelteile aufgelöst. Das sind jetzt alles wieder einzelne Bauteilgruppen, wie es erforderlich ist. Und in der Gruppe vom Boden befindet sich nochmal eine Komponente, die wird dann später automatisch aufgelöst. Allerdings befindet sich in der Komponente diese einzelnen Gruppen und die Bohrungen für den Sockelfuß, die beginnen alle mit ABF. Das heißt, später wird das dann auch
wird dann auch später angezeigt. Das heißt, die Komponente für den Sockelfuß, die kann ich jetzt hier einfügen. Kann das Ganze noch intern bearbeiten, ohne dass mir da irgendwas im Weg steht. In dem Fall habe ich hier die kleine Linie, die ist einfach für den Boden, für die Kante da. Drüben sehen wir, da ist sie an der richtigen Stelle vorhanden. Und jetzt fügen wir das Ganze noch nach unten ein, schieben den hinteren Teil noch nach vorne. Und da werden jetzt die Bohrungen noch hinzugefügt, die für den Sockelfuß notwendig sind. Also in dem Fall ist einfach nur wichtig, egal ob man jetzt eine Komponente nochmal erstellt, es müssen hier in der Komponente Gruppen sein, die mit ABF beginnen und dann werden später automatisch die Bohrungen noch hinzugefügt. Können wir es noch einmal probehalber nesten. Da wird das wieder gesagt, Komponenten müssen zuerst in Gruppen aufgelöst werden. Dabei geht es jetzt um die Gruppe um die Komponente mit den einzelnen Sockelfußbohrungen. Sagen wir okay. Und wir sehen, da ist er. Boden 25. Die Bohrungen sind dann wieder enthalten.